Leute, seid ihr komplett behindert? 600 Abonnenten, was ist los? Warum abonniert ihr so eine Scheiße wie mich? Spaß beiseite, ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ihr so zahlreich geworden seid und freue mich, euch weiterhin geile Inhalte liefern zu können. Fühlt euch immer frei, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von den Videos haltet, was ihr dazu denkt und was ihr euch in Zukunft wünscht. Ich für meinen Teil wünsche mir, die folgende Geschichte mit dir zu teilen. Ein westlicher Professor der Philosophie reiste zu einem Zen-Meister, um ihn nach Gott, der Unendlichkeit, der Meditation und vielem anderen zu befragen. Der Meister hörte sich schweigend all die Fragen des Mannes an. Nach einer Weile sagte er: Du hast eine weite Reise hinter dir und du siehst müde aus. Ich werde dir eine Tasse Tee machen. Während der Meister den Tee zubereitete, brannte der Professor vor Ungeduld. Er war schließlich nicht zum Teetrinken gekommen, sondern um Antworten auf alle seine Fragen zu erhalten. Wahrscheinlich war dieser Zen-Meister überhaupt kein weiser Mann und wollte nur Zeit für sich gewinnen. Vielleicht war die Reise sogar umsonst, dachte er sich. Und als er schon fast am Aufstehen war, kam der Meister mit dem Tablett, auf dem der frisch gebrühte Tee stand. So entschied der Professor, den Tee zu trinken und erst dann zu gehen. Der Meister nahm die Kanne und begann dem Professor Tee in seine Tasse einzuschenken. Schnell war die Tasse voll und der Tee lief über den Rand und über die Untertasse. Der Professor rief aufgebracht: Was tun Sie denn da? Sehen Sie denn nicht, dass die Tasse voll ist und dass auch die Untertasse bereits am Überlaufen ist? Da lächelte der Meister und sagte: Und genau so ist es mit dir. Dein Verstand ist wie diese Tasse, überfüllt mit Fragen. Selbst wenn ich dir Antworten geben würde, hätten sie überhaupt keinen Platz mehr in deinem Kopf. Denn es passt dort genauso wenig hinein wie in diese Tasse. Geh also und leere deine Tasse und komm wieder, wenn Platz in dir ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde solche Geschichten übertrieben geil und möchte sie deshalb mit euch teilen. Was ich aber auch möchte, ist, mich für eure Unterstützung zu bedanken. Wir sind hier mittlerweile zu einem richtig tollen Channel geworden, der Leuten hilft, selbstbewusster, motivierter und inspirierter zu werden, als sie es vorher waren. Helft mir dabei, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ihr sehen, hören wollt, und wir sehen uns im nächsten Video.